Jetzt durch die aktuellen politischen Krisen wird uns das vor Augen geführt, dass wir uns da wirklich beeilen müssen. In den nächsten 25 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass vor dem Haus mal ein Elektroauto parkt oder eine Wärmepumpe in den Keller eingebaut wird, die ist nahezu bei 100%. Wie groß ist das Potenzial für Deutschland mit Photovoltaik, beziehungsweise warum kriegen wir es nicht hin, das zu nutzen? So, moin liebe Leute, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Hier geht es um Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien und wir sind heute beim ISFH, beim Institut für Solarenergieforschung in Hameln. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Diesmal ja aus. Muss nicht ins Outtake. Und wir wollten uns hier mal über die Potenziale von der Energienutzung durch die Sonne unterhalten. Auch was du von der Regierung hältst, was sie dort gerade machen. Stichwort Krieg in der Ukraine, Gaspreise steigen, Strompreise steigen. Was könnten wir eigentlich tun und machen? Was haben wir für Potenziale bei der Photovoltaik? Und dafür ist Raphael wieder hier dabei. Wir haben mit dir schon einige Videos gedreht. Einmal über die Weltrekord-Solarzelle, die ihr hier habt und auch über Stein-Solarmodule, wo eine Steinschicht drauf ist. Was hältst du von der allgemeinen Situation im Moment, beziehungsweise warum nutzen wir dieses Potenzial bei der Photovoltaik nicht? Ja, das ist natürlich schwierig, jetzt darüber zu sprechen. Also die allgemeine Situation finden wir alle schrecklich. Und die zeigt eigentlich, dass es total sinnvoll ist, da energetisch auch ein bisschen unabhängiger zu werden von Staaten, die sich vielleicht nicht an unsere Werte halten. Und das ist tatsächlich ein Punkt, dass die erneuerbaren Energien da eine große Chance bieten. Und wir haben das auch schon in unseren langfristigen Zielen immer berücksichtigt. Nur denken wir Energiewende immer eigentlich, das ist irgendwas, was wir 2050, 2060 vielleicht fertig haben wollen. Und jetzt durch die aktuellen politischen Krisen wird uns das vor Augen geführt, dass wir uns da wirklich beeilen müssen. Genau. Und das ist so ein bisschen das Zusammenspiel. Und zu der Frage, welchen Beitrag die Solarenergie leisten kann, das Land Niedersachsen hat schon 2021 im Klimagesetz sich selber dazu verpflichtet, 65 Gigawatt Photovoltaik bis 2040 anzustreben. Und wenn man das umsetzen würde, dann könnte man ungefähr ein Viertel der Energie in Niedersachsen durch Solarstrom decken. Und da ist schon mit eingepreist, dass Niedersachsen auch noch andere dicht besiedelte Regionen wie Bremen oder Hamburg mitversorgen sollte. Also das Potenzial ist groß und auch, dass die Solarenergie da einen deutlichen Anteil zur Energieselbstständigkeit bietet. Ja, das ist auf jeden Fall vorhanden. Und ihr forscht hier im Grunde an allen möglichen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Photovoltaik, wenn ich das richtig weiß, ne? Genau, das werdet ihr in den Videos dann ja sehen oder auch schon gesehen haben beim letzten Mal. Wir beschäftigen uns mit Solarenergie insgesamt, also sowohl Solarwärmenutzung über Solarthermie als auch Photovoltaik. Das heißt hier, was wir sehen, die vorne Seite ist PV und hinten Seite Wärmeübertrager, heißt die Absorber oder Solar Collector. Ja. Wobei die Photovoltaik, dadurch, dass man den Strom flexibel nutzen kann und auch per Kabel gut von einer Stadt in die nächste transportieren kann, da eine ganz wichtige Rolle einnimmt, auf jeden Fall. Und wir schauen uns sowohl so Standard-Solarmodule, wie sie auch in verschiedenen Ausprägungen hier hinter uns stehen, an, als auch, das hatten wir beim letzten Mal im Labor, gucken wir wirklich neue Technologien an, mit denen sich noch höhere Wirkungsgrade erzielen lassen. Und wir schauen, hast du auch gerade schon gesagt, wie kann man Solarenergie noch besser integrieren, in Fassaden zum Beispiel oder auf die Dächer in Autos. Dort gibt es viele Möglichkeiten, das noch etwas geschickter zu machen und dann oft auch so Dual-Use zu finden, dass das Solarbauteil gleichzeitig noch eine andere Funktion, wie zum Beispiel als Karosserieteil, übernehmen kann. Wenn ich jetzt hier arbeiten möchte für euch oder irgendwie mich hier beteiligen will bei der Energiewende, was muss ich machen? Was muss ich studieren oder genau. wo soll ich herkommen, damit ich hier mit euch das zusammen machen kann? Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wir freuen uns wirklich über Interesse von jungen Leuten, die kommen. Wir sind sehr anwendungsnah, forschend, ähnlich wie vielleicht die größeren Fraunhofer-Institute auch. Und typischerweise findet man uns im Netz www.isfh.de. Dort gibt es eine Seite Karriere mit Stellenangeboten, auch mit Angeboten für studentische Arbeiten. Meldet euch da gerne. Wir suchen Energie- und Umwelttechniker, wir suchen Physiker, Informatiker. Die ganze MINT-Reihe im Prinzip. Arnaud, der bei uns die Solarmodule macht, der ist Chemiker zum Beispiel und hat trotzdem den Weg in die Solarenergie gefunden. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ja, cool. Also packen wir euch einen Link in die Videobeschreibung. Vielleicht nochmal so ein Statement. Wie groß ist das Potenzial für Deutschland mit Photovoltaik,
beziehungsweise warum kriegen wir es nicht hin, das zu nutzen? Ja, das Potenzial ist auch riesig. Man muss sich überlegen, wenn man so eine Solaranlage auf ein Feld stellt, als Freiflächenanlage, dann bringt die auf der Fläche das 20 bis 30, vielleicht auch 50-fache von dem, was eine Bioenergieanbau auf der Fläche bringen würde. Ne? Wir haben im Moment 12% unserer Ackerflächen mit Bioenergie voll. Wenn wir das mit Solar machen würden, will ich jetzt hier nicht politisch fordern, aber da sind riesige Potenziale, da könnten wir uns mit Energie schon selbst versorgen. Allein auf den Dächern, wir halten diese 50 Gigawatt von ihrem Ziel, möchte Niedersachsen auf die Dächer machen. Das würde bedeuten, dass ungefähr 80% der Dächer, also 4 von 5 Hausdächern mit Solar bedeckt sein sollen in Zukunft. Das halten wir schon für möglich. Damit ist halt das Potenzial so bei einem Fünftel bis einem Viertel unseres Gesamtenergieverbrauchs. Mhm. Aber in Kombination mit der Windenergie, mit Freiflächen-Solaranlagen, vielleicht auch mit Bioenergieanlagen, Wasserkraft haben wir auch noch ein bisschen, da ist es dann schon möglich, recht große Anteile von unserem Energieverbrauch hier in Deutschland aus Erneuerbaren zu bestreiten. Mhm. Und wenn man das Ganze europäisch denkt, da ist es auch möglich, dass wir uns komplett selbst versorgen. Denn andere Länder in Spanien oder Portugal, da sind dann die Verhältnisse, die dort vorherrschen, an erneuerbaren Energienpotenziale, da sind dann die Potenziale an erneuerbaren Energien zum Teil größer als der Verbrauch. Und wenn wir dann mit denen das tauschen über Stromleitungen, dann können wir auch so als Europa insgesamt uns mit Erneuerbarer komplett versorgen. Ja, Wahnsinn. Und was sagst du den Leuten, die sagen, das ist alles viel zu teuer? Wir merken jetzt gerade, dass fossile Energie auch teuer sein kann. Mhm. Gerade wenn man das Angebot auch danach auswählt, bei wem man das kaufen möchte. Wir haben in der Vergangenheit beim Nutzen von der Kohleenergie zum Beispiel und auch bei der Kernenergie, wenn man an das Asse-Lager da denkt, nicht mit eingepreist, was eigentlich die Umweltschäden da kosten. Wenn man all das einpreisen würde, dann wären erneuerbare Energien jetzt schon günstiger oder auch immer schon günstiger gewesen. Aber wir entwickeln ja hier auch noch neuere Solarmodule, die effizienter sind. Die Windanlagenentwickler in Hannover, die sind genauso unterwegs. Und wir schaffen es heute, für 4 Cent pro Kilowattstunde erneuerbaren Strom herzustellen. Wenn man jetzt schaut, was international die Strompreise sind, was die Preise für Gas gerade sind, dann frage ich mich halt auch, warum bauen wir das nicht noch wesentlich mehr aus? Warum nutzen wir das nicht mehr? Und diese Chance sollten wir auf jeden Fall nutzen. Ja. Was würdest du der Politik sagen, was sie jetzt machen soll? Also die Politik hat angekündigt, dass sie die Voraussetzungen, Solarenergie zu nutzen, entbürokratisieren wollen. Das ist genau der richtige Ansatz. Sie wollen verlässliche Randbedingungen schaffen für erneuerbare Energien. Auch das ist der richtige Ansatz. Und was wir aus der Praxis derzeit hören, ist, dass vor allen Dingen bei den Genehmigungsverfahren für größere Anlagen, sei es jetzt Windenergie oder Solarenergie, dass dort noch viel zu tun ist. Teilweise dauert das 6, 7 Jahre von der Entscheidung eines Investors, ich möchte jetzt gern Geld ausgeben, bis er dann endlich seine Baugenehmigung erhält. Das ist auf jeden Fall zu lange. Das hält keine Firma lange durch. Und da müssen wir, denke ich, auch noch ran. Also der Referentenentwurf, den habe ich jetzt schon ein Video drüber gemacht, der kam so durchgesickert, da war von Bürokratieabbau sehr wenig zu lesen, beziehungsweise war die Vergütung auch sehr, sehr schlecht. Hast du da auch schon was zugehört? Ja, also zunächst sollte die Vergütung erstmal eingefroren werden und nicht weiter sinken, das ist, denke ich, auf jeden Fall eine richtige Entwicklung, ob die ausreicht, um jetzt einen Solarboom zu entfachen, das müssen wir schauen, vielleicht brauchen wir auch tatsächlich noch ein bisschen höhere Vergütungssätze an der Stelle. Mhm. Wir haben das jetzt selber, privat habe ich jetzt bei meinen Eltern das auch mal zusammen durchgerechnet, dass da jetzt eine PV-Anlage aufs Dach kommt. Die Preise sind im Moment, weil das Angebot an Handwerkern knapp ist, recht hoch, das ist richtig. Mhm. Aber man muss sich halt auch die Frage stellen, diese Anlage kostet jetzt irgendwie einen gewissen Betrag, aber die liefert mir 25 Jahre lang Strom. Und was ist denn der durchschnittliche Strompreis in den 25 Jahren? Und da sind wir jetzt drauf gekommen, dass der vermutlich nicht bei 30 Cent liegen wird, ja, vielleicht auch nicht bei 40 Cent. Und unter diesen Randbedingungen lohnt sich eine PV-Anlage immer noch, auch heute. Mhm. Und auch mit den im EEG jetzt festgehaltenen Vergütungssätzen, das würde ich schon so denken. Was wir brauchen, sind Handwerkerinnen, die das installieren können. Mhm. Deswegen auch da, es müssen ja nicht nur Leute hier ans ISFH kommen zum Arbeiten, aber wer auch sich handwerklich begabt ist, in die Richtung gehen möchte, das Elektrohandwerk, Dachdeckerhandwerk, die suchen auch wirklich fähige Leute, die dann helfen, diese Solaranlagen auf die Dächer zu bringen. Und das ist ein zukunftsträchtiger Job. Mhm. Ja. Also da werden wir nicht 2040 mit fertig sein. Mhm. Diese 20
20 Gigawatt pro Jahr, die wir jetzt demnächst da schaffen wollen und auch müssen, wenn wir auf die Klimafolgen gucken. Dafür brauchen wir wirklich viel Fachhandwerk. Was ist das für eine Solaranlage? Wie groß ist die bei deinen Eltern? Willst du das sagen? Ja, das kann ich sagen. Meine Eltern haben ein Flachdach, was relativ unbeschattet ist. Und wir haben jetzt tatsächlich auch eine Vorlaufzeit von 12 Monaten für diese Anlage, weil eben das Fachunternehmen so viel zu tun hat. Und wir haben jetzt, oder meine Eltern haben jetzt einen Vertrag unterschrieben, dass sie eine Anlage dort haben wollen mit bis zu 18 Kilowatt. Aber ob das dann 18 sind am Ende oder vielleicht auch nur 15 oder 12, das rechnen sie dann nochmal durch, bevor die Anlage gebaut wird, je nachdem, wie die Förderung dann ausfällt. Das muss man schon so sehen. Ja. Und auch mit Speicher oder ohne? Mit Speicher, genau. Und natürlich wäre es schön, das würde ich auch sagen, ja, also da arbeiten wir schon dran, dass die Anlage dann auch am Ende das Dach voll macht und dann eben 18 Kilowatt hat. Ja. Das soll schon das Ziel sein. Und die Wärmegewinnung ist dann auch Wärmepumpe, ist auch hier ein Riesenthema bei euch, beim ISFH? Genau, das soll vorbereitet sein. Die Heizung ist da noch relativ jung leider in dem Haus und wird jetzt da jetzt in diesem, zusammen mit der PV-Anlage wird jetzt keine Wärmepumpe eingebaut, aber es ist natürlich mitgedacht. Auch das ist eine Sache, wenn man sich jetzt überlegt, in den nächsten 25 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass vor dem Haus mal ein Elektroauto parkt oder eine Wärmepumpe in den Keller eingebaut wird, die ist nahezu bei 100%. Ja, und das sollte man auch mit einpreisen, wenn man jetzt in Dimensionierung einer PV-Anlage nachdenkt. Also das heißt, immer eher größer machen als noch 2-3 kW Peak sparen. Genau, wenn das Ganze dann nicht so unwirtschaftlich irgendwann wird, dass man deswegen sich dann auch hinterher ärgert oder irgendwas schief geht, das sollte man, muss man natürlich im Auge behalten. Aber die Überarbeitung jetzt finde ich selber noch nicht so stark. Da gibt es jetzt auch dieses Volleinspeisungsmodell für Leute, die halt die das Dach voll machen wollen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die wollen ein bisschen was verbrauchen, aber trotzdem das Dach voll machen. Für die fehlt noch jetzt in diesem Referentenentwurf zumindest ein Konzept, aber es soll ja auch noch ein Sommerpaket geben. Vielleicht finden wir das dann da ja wieder. Ja. Ein Osterpaket, ein Sommerpaket, lauter Pakete. Ich sage ganz herzlichen Dank erstmal, Raphael, für deine Expertise, beziehungsweise schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr es genauso seht. Schreibt uns Fragen in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt hier beim ISFH. Wenn ihr Lust habt, hier zu arbeiten oder hier teilzuhaben, dann bewerbt euch hier gerne. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass wir hier sein durften. Genau, ich bedanke mich auch. Ich wünsche viel Spaß für die Videos mit den Videos hier vom ISFH für euch und jederzeit gerne wieder. Ja, alles klar. Ganz herzlichen Dank. Bis dahin, euer Felix. Ciao, ciao. Tschüss.